So, hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute der Polarcanthus von Papo mit der Nummer 55060. Bevor ich irgendetwas zu diesem Modell sagen, würde ich vorschlagen, mache ich als erstes mal das Zettelchen hier weg mit den Warnhinweisen. Mehr steht da nicht drauf. Und ich stelle den hier mal schön in die Mitte und ich sage euch mal ein bisschen was zu diesem Dinosaurier. Der Polarcanthus gehört, wie man unschwer erkennen kann, zur Gruppe der Ankylosaurier und lebte vermutlich ca. 130 bis 113 Millionen Jahre in der Unterkreide, vor allem in Europa. Zumindest hat man bis dato noch nirgendwo anders irgendwelche Knochenteile von diesem Saurier hier gefunden. Polarcanthus, von den griechischen Wörtern einmal Poli, was so viel bedeutet wie viel, und Akanta, was so viel heißt wie Stachel, also viel Stachel. Das Bemerkenswerte an diesem Dinosaurier ist die Tatsache, dass er der zweite Ankylosaurier war, den man überhaupt jemals gefunden hat. Er hier wurde im 19. Jahrhundert in England entdeckt. Man vermutet, dass der Polarcanthus eine Länge von ca. 4 Metern erreichte bislang. Und das muss man auch dazu sagen, sind nur die hinteren Teile des Skeletts bekannt und nicht wirklich der Kopf. Man hat zwar einen entsprechenden Unterkiefer gefunden, ist sich aber bis heute nicht sicher, ob er diesem Tier auch tatsächlich zugewiesen werden kann. Wie alle Ankylosaurier war auch dieser hier mit Knochenplatten geschützt. Also nicht nur die Stacheln, sondern auch Knochenplatten, sprich die Osteoderme. Und das auffälligste Merkmal hierbei war eine zusammengewachsene, schildähnliche Struktur, und zwar über den Hinterläufen. Die genaue Anordnung der Stacheln, das Zusammenspiel mit der Knochenplatte, also den Osteodermen und den Stacheln, kann auch hier bisher eigentlich nur vermutet werden. Man ist noch nicht zu 100% sicher. Vermutlich hatte er aber, wie man es hier bei diesem Modell sieht, die Stacheln auch seitlich vom Körper. Und auch hier lässt sich eigentlich nur vermuten, dass er Pflanzenfresser war, denn wie schon erwähnt, man weiß nicht, ob der Unterkiefer tatsächlich diesem Tier hier zugeschrieben werden kann. Also wie ihr seht, man weiß relativ wenig über dieses Exemplar, was Papo jedoch, der Künstler doch nett mit vielen Details umgesetzt hat. Ich sage absichtlich nett, denn rein vom Stil her vermute ich mal, dass es der gleiche Künstler ist, der auch den Amargasaurus geschaffen hat. Ich kann mich täuschen, aber ja, rein optisch könnte das hinkommen, und Amargasaurus von Papo ist eine der Dinosaurierfiguren, die ihren Weg niemals in meine Sammlung finden werden. Dafür ist er einfach zu schlecht umgesetzt worden. Und auch als ich diesen Polarcanthus zum ersten Mal live sah, musste ich zweimal schlucken. Und auch jetzt bin ich mir immer noch nicht sicher, ob ich das Teil hier tatsächlich behalten werde. Aber lasst uns ihn hier mal aus der Nähe betrachten. Manchmal eröffnen sich einem ja so ganz ungeahnte Geschichten, wenn man die Tiere live vor der Kamera hat. So, und wenn ich ihn jetzt gerade so schön von mir auf der Platte habe, dann können wir mal die Länge messen. Ich komme hier auf ca. 17 cm und eine Höhe von 5,5 cm. Ja, so sieht er aus, der Gute. Und ja, was man natürlich auch gleich sieht, es ist nicht die aufwendigste Bemalung, die ich jemals bei einem Dinosaurier gesehen habe, sondern relativ einfach gemacht. Und ich sage ja, alleine hier von der Struktur her erinnert mich das doch sehr an den Macher von dem Amargasaurus. Kann sein, dass ich mich täusche, aber meistens liege ich mit meinen Vermutungen doch richtig. Ja, ansonsten haben sie hier den Körper, zumindest was oben angeht, in einem dunklen Violett bemalt. Und den Unterkörper einigen wir uns mal auf ein helles Braun, und die Stacheln, genauso wie das Maul hier vorne, was sehr abenteuerlich aussieht, haben sie alles in Grau bemalt. Okay, also dann würde ich doch sagen, lasst uns mal hier am Kopf beginnen. Man sieht die Augen, die haben sie rot, oder sagen wir in so einem Rostrot bemalt mit einer kleinen schwarzen Pupille. Die guckt hier eher bisschen nach unten. Auf dieser Seite guckt sie nach unten vorne. Das ist schon okay, da kann man gar nichts sagen. Das Maul ist leicht geöffnet,
Ja, auch das wurde bemalt, tatsächlich in einem dunklen Rot. Die Zunge steht auch ein bisschen hoch, das gefällt mir gut. So, Kamera stellt auch schön scharf gerade, wunderbar. Ja, das ganze Maul hier vorne, schnabelartig oder zumindest hier aus so Knochen bestehend. Ähnlich wie beim Triceratops, nur halt in einer komplett anderen Form. Die Nasenlöcher extrem deutlich und groß herausgearbeitet, wuchtig ohne Ende. Ansonsten sieht es aus, als ob er hier so einen Hornhelm auf hätte, wo hier auch ringsum Stacheln rausgucken. Also das ist schon reizvoll gearbeitet, kann man gar nichts sagen. Auch die Schuppen, die Osteoderme, diese Auswüchse, die man hier oben sieht, das ist relativ gleichmäßig gestaltet. Nach hinten läuft es etwas unregelmäßiger aus. Es erinnert an den Helm vom Triceratops. Ja, und darunter sieht man noch die Stacheln, die Dornen herausgucken. Das ist schon schön, auch wie das hier in den Hals übergeht. Nicht schlecht. Ja, kräftiger Kiefer, wie ihr seht. Das haben sie hier braun bemalt. Hier auch noch eine nette Struktur zu sehen. Das schnabelartige Maul etwas abgesetzt, das ist auch nett bemalt. Was man hier halt auch sieht, leider Gottes eine Gussnase. Seht ihr das? Geht hier so mittig durch den Kopf bis vor an das Maul. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Ja, und das, was man hier alles noch relativ fein gearbeitet hat, wird hier am Hals grob. Auch hier sieht man noch Gussnasen verlaufen. Ja, der Hals, okay, eine nette Hautstruktur zu sehen. Auch hier, also was die Details angeht, kann man gar nicht meckern. Das ist schon echt schön gemacht. Auch, dass der Künstler den Stacheln noch eine gewisse Struktur verliehen hat. Ja, dass sie nicht einfach nur glatt sind, sondern so ein bisschen streifenförmig. Das harmoniert auch schön mit dem Grau, das ist absolut okay. Ihr seht, hier geht es schon los mit der Knochenplatte. Die Osteoderme, die sich hier über den Rücken ziehen. Und hier halt richtig massiv über das Becken, richtig breit. Diese Knochenplatte, auch die wirklich interessant gearbeitet. Sieht aus wie so ein Steinfeld, ne? Gar nicht wie ein Knochen oder ein Körperteil, sondern richtig, als ob man hier auf dem Steinweg ist. Pflastersteine oder sowas, krass. Und hier stehen dann noch drei Reihen von diesen Osteodermen raus. Also alles sehr interessant gemacht. Und wie schon gesagt, man kann es eigentlich nur mutmaßen, das Ganze. Ja, hier noch ein Blick über die Flanke, ganz grob Hautfalten zu erkennen. Die Details sind hier wieder nett gemacht mit unterschiedlich großen Schuppen. Das ist schon echt toll. Dann geht es hier weiter in den Schenkel. Ja, man hat hier versucht, die Muskeln etwas darzustellen, aber es ist eine richtig dicke, ledrige Haut, so kommt es eher rüber. Ja, dann geht es hier in den Kniebereich, in den Wadenbereich. Das finde ich ist schon recht einfach geraten, aber die Waden sind recht muskulös, die Krallen relativ kurz, wie man es von den Ankylosauriern kennt, aber schön in einer bewegenden Pose festgehalten, das weiß zu gefallen. Die Vorderbeine kurz und stämmig, sehr muskulös. Auch hier eine schöne Aufteilung. Hier seht ihr die Krallen, die haben sie noch schwarz bemalt. Ja, dann die Striche hier, die sind halt also ganz, ganz, ganz einfach gemacht. Ja, also das, ja, man hat so schöne Schuppendetails und dann an manchen Stellen hört es dann halt auch wieder gnadenlos auf und überall begleiten uns diese Gussnasen, die man leider halt einfach sieht. Die Beine sehen aus, als ob sie anmontiert werden. Ja, also hier sieht man es. Das wurde auf jeden Fall dran geklebt. Na, ich sage immer dran montiert, das hört sich nicht ganz so billig an. Es ist ja auch wirklich eine Arbeit, was die Monteure, die Leute, die an den Figuren hier arbeiten, machen. Das kann man anders gar nicht sagen. Ja, also ich denke mal, die Vorderbeine wurden tatsächlich angesetzt, wobei die Hinterbeine zum Guss gehören. Ja, würde ich mal sagen. Okay, also hier sehen wir auch den Stempel 2017. Natürlich wieder in China produziert das Ganze. Und das meine ich, die ganze Struktur am Bauch ist sehr, sehr, sehr einfach. Brustbereich ist noch nett gearbeitet. Und ich sage ja, es fällt nicht wirklich extrem aus, dass die Beine hier angesteckt wurden. Aber wenn man halt näher drauf geht, dann ja, wird es halt deutlich. Ist aber okay. Die Verarbeitung ist absolut okay. Bis auf die Gussnasen vorne. Aber auch da gibt es eigentlich nichts zu meckern. Ich muss immer wieder dazu sagen, Spielzeugfiguren. Jo, die Hinterbeine haben sie nett gemacht auf dieser Seite. Weniger Hautlappen als wir es hier sehen. Ne, hier ist das ganz extrem. Hier
ist ein bisschen besser gelöst, wenn er mich fragt. Vor allem schön deutlich die Muskeln zu sehen und die Stellung des Hinterbeins ist auch absolut okay. Ja, dann hier geht's mit dem Schwanz los. Drei Reihen riesengroße Stacheln, die hier rausstehen. Auch hier diese Schuppendetails echt nett gemacht, vor allem unterschiedlich groß. Immer wieder so einzelne Osteoderme, die eher ein bisschen rausstehen. Das ist cool gemacht. Auch hier sowas wie eine Narbe zu erkennen. Auch das gefällt mir gut. Auch hier nochmal die Struktur in den Stacheln schön zu sehen. Und das harmoniert echt gut. Also der Verlauf von dem gräulichen Violett in das Hellgrau rein und dann auch noch diese dunklen Schlieren drin, das ist schon echt schön gemacht. Ja, und der Schwanz läuft auch entsprechend aus. Also ein ziemlich kräftiger, dicker Schwanz. Der kann schon was ab. Ich müsste mir mal das Fossil angucken. Oder zumindest was man halt davon gefunden hat, ob das alles hinkommt. Aber es macht auf jeden Fall einen natürlichen Eindruck und finde es auch schön, dass sie den Schwanz hier relativ lang gemacht haben. Ja, also das spricht schon mal für das Modell. Jo, dann die Unterseite, ihr seht es auch ziemlich grob eingeritzt. Es passt irgendwie gar nicht zu dieser feinen Struktur. Also diese Figur hat wirklich Höhepunkte, richtig schöne Sachen und dann halt wieder sowas. Ja, auch hier seht ihr wieder so eine Art Gussnase. Es bisschen der Wurm drin, ja, was die Produktion angeht. Aber naja, man sieht halt schon, dass es ein anderer Künstler war, als der, der sonst so die Papo-Skulpturen macht. Das sind halt zwei komplett unterschiedliche Handschriften und das sieht man halt allzu deutlich. Also ich muss sagen, ich bin jetzt nicht wirklich unzufrieden. Ich finde es im Nachhinein betrachtet besser als auf dem ersten Blick. Auf dem zweiten Blick sieht man doch schöne Details, auch wenn das untenrum teilweise echt grob aussieht. Ja, also das hier, das Grobe, was man hier sieht, passt irgendwie gar nicht zur Seite oder zur oberen Hälfte von diesem Körper. Das ist richtig schön, richtig fein gemacht und hier unten, ja komm, ich muss fertig werden, ne? Fußball geht gleich los oder so, irgendwie, keine Ahnung, das fällt mir halt irgendwie dazu ein. Ja, ja, die Stellung ist nett, ist jetzt nicht großartig außergewöhnlich, ist ja relativ gerade die ganze Skulptur, aber ich finde schön, dass der Kopf wenigstens noch ein bisschen in die Höhe geht und auch ein bisschen schräg gestellt wurde, von dem her ist schon okay. Und ich sag ja, anhand der Fundstücke, die man da bisher hat, ist auch das, glaube ich, eher so eine Art Fantasy-Wesen. Wird schon in etwa in die Richtung gehen, aber zu 100% weiß man es halt einfach noch nicht. Ja, ich denke mal, mehr brauche ich zu der Figur auch gar nicht sagen. Ich lasse das einfach noch ein bisschen auf mich wirken, dann werde ich sehen. Ja, das Material ist auf jeden Fall Gummi, ein härteres Gummi. Den Schwanz könnt ihr ein bisschen bewegen, aber der bleibt halt nicht stehen. Ja, ist kein Draht drin oder sowas. Darum, es ist halt relativ einfach gemacht, sehr, sehr gerade geworden. Gut, er läuft aufrecht. Wirkt aber durch diese groben Schnitzer irgendwo doch etwas altbacken. Also nicht mehr ganz zeitgemäß, 2020 fast, ja. Genauso wie der Amagasaurus, ich finde die Figuren komplett aus der Zeit. Ist halt der Stil von dem Künstler, der die gemacht hat, aber irgendwie heute erwartet man doch ein paar andere Geschichten, was das Design, was die Details angeht, von dem her. Also es ist nicht zu 100% mein Fall, darum kann ich hier jetzt keine unendlichen Lobeshymnen schwingen. Auch wenn es wirklich, ich sag's nochmal, auch wenn es wirklich hier nette Details hat. Die unebene Hautstruktur, die Osteoderme, die hier herausstehen, das ist schon klasse gemacht. Der Kopf wirkt ein bisschen comichaft, soll die Figur jetzt aber nicht schlecht machen. Sieht aus wie irgendein Viech aus so einem Schwermetall-Comic, aber nicht wie ein reales Tier. Ja, und dazu halt noch diese teilweise echt groben, komisch gemachten Hautfalten seitlich und unten, was mich einfach nicht so ganz überzeugt. Aber klaro, man kann ihn in der Sammlung haben. Es ist auf jeden Fall kein schlechter Dinosaurier. Da gibt es andere Geschichten. Ja, da ist der also immer noch super mit dabei. Aber
Ich glaube nicht, dass die Figur inklusive dem Amagasaurus, dass die gut altern. Ich meine, die wirken jetzt schon altbacken. Wie soll es in Zukunft werden? Ja, also das hätte ich als Herr Papo oder Frau Papo nicht unbedingt in die Dinosaurier-Sammlung mit aufgenommen. Oder Collection. Ja, oder wie auch immer. Gut, das würde ich sagen, was dazu. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Ich sage ciao, tschüsschen, bis zum nächsten Mal. Euer Rupi. Yay. Yeah.